Hey, na? Okay, was geht ab? 1-8 ist heute dran. Nämlich das Schloss. Unser zweites Schloss. Ja, okay. Da habt ihr es. Eine Tür, durch wir nicht durch können. Vielleicht ist jetzt sowas wie die Eingangstür gewesen. Zu diesem Level. Oh, cool. Neue Gegner. Die können wir einfach fressen. Ist ja geil, ne? Oder ausspucken, wenn wir die einfach nicht mögen. Ja, solche Viecher halt. Okay, da haben wir Lava. Auf dem oberen Bildschirm befinden sich Shy Guys, oder fliegende Shy Guys. Drei Stück. So. Ob ich jetzt treffe, ist echt Zufall. Einen haben wir. Zwei haben wir. Der eine ist noch weiter links. Moment. Oh Gott. Ah, ich triff jetzt auf die Kamera. Okay, wir haben's. Cool, wir haben alle drei erwischt. So, dich brauche ich jetzt, um neue Eier aufzufüllen. Das ist bestimmt eine rote Münze. Ja, weil die so da oben war, keine Ahnung. Stand so ein bisschen ab von den anderen. Gehen wir da rein? Ja, warum nicht, ne? Kann man ja machen. Ich würde gerne wieder zurück. Der Weg sah mal wieder nicht optional aus. Also den wir jetzt gerade gehen. Ich glaube, das ist derselbe Terror wie im letzten Part halt. Aber diesmal werde ich mich nicht extra nochmal umbringen dafür, wenn ich irgendwas verpasst habe. Dann ist es jetzt halt so. Ja, wir haben irgendwas verpasst auf jeden Fall. Wir hätten einfach weitergehen sollen, wo die Röhre war. Aber ich glaube, das ist auch meine Kritik an diesem Spiel so. Weil man hat keine Ahnung. Man versucht es zu 100% zu erreichen. Man hat zwei Wege. Welchen Weg soll man gehen? Das ist echt Zufall, ob man gerade den Weg erwischt, wo irgendwas Cooles versteckt ist. Oder den Weg, naja, wo man danach lang sollte, aber naja, Pech hat. Deswegen werden wir, ich gehe mal davon aus, nicht die 100% in diesem Level erreichen. Ich will, ah, okay, dann scheiß drauf, holen wir uns das so einfach. Tja, sehr schade. Oh, Moment, da oben ist was. Seht ihr? Mit Präzision schießen und es war ein Leben. Ist ja voll geil. Oh, ein Blag. Er ist böse. So, ich werde trotzdem versuchen, so viel ich kann, hier einfach mal einzusammeln. So. Auch der Weg sieht nicht mehr optional aus. Und vorher hätte ich wahrscheinlich die andere Tür gemusst. Wisst ihr, es ist so total verwirrend. Man muss sich im Prinzip das Level einprägen und sich merken, wo man zuletzt lang muss. Denn wir sind schon beim Boss. Und wir haben gerade mal, ihr seht, ziemlich wenig vom Boss gemacht. Vom Boss, vom Level halt gemacht, ne? Also, dass uns noch drei Blumen zum Beispiel fehlen. So, auf dem oberen Bildschirm hängt der hier rum. Die anderen Babys haben so viel Spaß im Schloss und sie freuen sich immer über neue Spielkameraden. Wieso nehme ich einfach das Baby? Na klar. Nach den ganzen Events von Yoshi's Island 1 haben wir immer noch nicht gelernt, angeblich, dass Kamek wohl doch nicht so ein guter Typ ist. Auf jeden Fall wurde er jetzt hier verzaubert. Wow, ganz schön. Wow, scheiße. Ja, ja, jetzt wird geheult. Jetzt hängt er hier rum. Ich glaube, wir müssen ihn einfach die Dinge da abkauen. Ja, können die auch abschlagen. Mit anderen Eiern. Oder so. Ich glaube, es geht sogar schneller. Wir müssen ja nicht zwangsläufig essen. So, jetzt hängt er da oben rum. Ja, ich sehe ja selber nicht viel da oben. Okay, jetzt sind wir hier. Im oberen Bildschirm. Scheiße, ich sollte vielleicht mal auf die andere Seite. So, jetzt versuche ich mal hier runterzukommen. Und wir haben ihn. Er ist tot. Boom. Okay, der war ziemlich einfach. Yeah. Eine riesige Tür kommt auf einmal und wir gehen auf einmal rein, ne? Weil das ist eine Tür. Und so sieht unsere Punktzahl aus. Es wird immer schlechter. Flipsen freigespielt. Was ist das? Ich glaube, jetzt haben wir einen. Ach so. Ein Bonus-Game halt. Was wir jetzt immer machen können. Und auf einmal sind wir in Welt 2. Es gibt keine Zwischensequenzen wie in Yoshi's Island 1. Ich kann es euch mal zeigen. Flipsen, ich glaube, das haben wir sogar schon einmal gespielt. Ist halt so ein Bonus-Game. Das heißt, ja, ich glaube schon. So, und das ist, das können wir jetzt beliebig oft spielen, so gesehen. Ich meine,
Jetzt haben wir ein Leben einfach und das kann er so oft machen, bis wir irgendwie tausende von Leben haben, aber das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur da, aber wir haben es auf jeden Fall in Welt 2 reingeschafft. So, und das Schlosslevel ging jetzt viel schneller, als ich erwartet habe. So. Ja, Yoshi's Island, der ist halt ein Affe. Oh nein, das Äffchen hat sich Baby Peach geschnappt, beeil dich und rette sie. Ja, weg ist sie. Boom, ein dicker Gorilla. Einfach vom Rücken. Tja. Wer ist das? Ein Affe? Nun, er scheint freundlich zu sein. Vielleicht hilft der Yoshi, Baby Peach zu befreien. Baby DK ist nun Teil des Rettungsteams. Wow. Los geht's, rettet Baby Peach. Du kannst an Rang klettern und an Seilen schwingen, dank Baby Donkey Kongs Dschungelinstinkten. Und jetzt sind die einfach weggelaufen. Tja. Wer hätte gedacht... Der König des Dschungels. Baby Donkey Kong ist der König des Dschungels und für seine Größe ist er ganz schön kräftig. Es ist ein leichtes, schwere Dinge zu verschieben, wenn er auf Yoshis Rücken sitzt. Und haben wir erwähnt, dass er geschickt klettert, ich kann gar nicht mehr lesen, und an Seilen und Ranken schwingen kann, so erreicht so viele verborgene Plätze. Ist ja geil. Guckt euch das an. Wer hätte gedacht, dass in der Yoshis Island-Reihe Donkey Kong ein Teil sein wird. Tja, mit ihm können wir jetzt einfach diese Ranken hochklettern, die wir auch schon in Welt 1 in manchen Levels hatten. Boah. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, wisst ihr, weil diese Musik, die habe ich jahrelang nicht mehr gehört. Ich habe ja jahrelang die Spiele nicht mal wirklich gespielt, zumindest bis zu Welt 2. Und ich habe jetzt echt vergessen, dass es dieses Seed ja auch noch gibt. So, auf jeden Fall können wir immer noch unsere Zunge benutzen. Das sieht echt doof aus. Moment, also... Tag, wir können hier so und dann uns hier fallen lassen. Aber Yoshi sieht echt doof aus. So. So, was steht denn hier? Drückt der Steuerkreuz nach oben, gleichzeitig A, um nach oben zu drücken. Okay. Verwende die Technik, wenn du ein Ei senkrecht nach oben werfen willst. Oh, und sag das ruhig auch deinen Freunden weiter. Gut, ihr seid meine Freunde. Ich sag euch, ey, ihr müsst das nach oben hauen. Guck mal, was oben da los ist. Boah, scheiße, Alter. Der kann Eier werfen. Gut, ich denke mal, die prallen auch nicht vom Wänden ab, wie bei Peach. Aber die fliegen ja mordsmäßig schneller als bei Peach, ne? Oder bei Mario. Der Baum mit einem Seil schwingt sich Baby Donkey Kong auf Yoshis Rücken, kannst du aber bei viel Spaß auf der Apfelschaukel haben. Du kannst wirklich weit kommen, wenn du im richtigen Moment den B-Knopf drückst und das Seil los ist. Los, trau dich. Okay, machen wir das. Oh ja, nicht schlecht. Ich will trotzdem wissen, was da unten los ist. Oh, und wenn ich Baby Donkey Kong hab, okay, das ist natürlich dann ein Nachteil, kann Yoshi, wie ihr vielleicht merkt, nicht mehr so weit flattern, weil, guck mal, ich mache jetzt das mit dem Flattern, das geht jetzt relativ kurz nur noch. Okay, wenn ich das 100 Mal drücke, dann falle ich irgendwie gar nicht mehr fast. Aber die Flatter-Aktion selbst geht nur noch kurz. Ja, das sind halt so seine Fähigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob da unten Boden ist. Was ist das denn? Wenn ich mich ducke, dann... Oh, ach ja. Okay, ich drücke den Zungenknopf und... Boom, und dann kann ich rammen. Okay, das hat mir die Infobox noch nicht erzählt. Ich glaube, das durfte ich noch gar nicht wissen. Tja, also kann ich meine Gegner auch so töten. Boom. Ja, Mr. Affe, du bist jetzt tot. Geile Sache. Jetzt haben wir ein Yoshi's Island Donkey Kong Spiel. Mehr oder weniger. So eine Mischung aus beiden. Tja, auch Donkey Kong ist mal ein Baby gewesen. Jetzt haben wir den Schatz gefunden. Ah, scheiße, wir brauchen einen Schlüssel. Boom. Hier ist nicht der Schlüssel. Das ist cool, die Attacke, die mag ich. Ich glaube, das waren dann alle erwähnenswerten Fähigkeiten von Baby Donkey Kong. Wenn du Lianen entdeckst, dann probiere es mal mit Baby Donkey Kong. Mit ihm kannst du von Ranke zu Ranke springen. Ja, ich weiß. Okay, wir haben immer noch nicht den Schlüssel entdeckt. Können wir hier rein? Auch da hinten war er. Toll. Danke für diese Zeitverschwendung. Ich hau wieder ab. Hier war nichts Besonderes. So, das will ich natürlich haben. Halt dich mal fest, alter Kollege. Und dann gehen wir mal hier rein. Hier wird ja wohl irgendein Bonus-Game auf uns warten. Trifft die Ziele mit den Eiern. Du hast 30 Sekunden Zeit, um alle zu treffen. So sieht der andere Bildschirm aus. Du weißt schon, dass hier das Baby die Eier anders wirft. Ja. Okay. Ich habe echt 30 Sekunden. 1. Gut. Scheiße, ich muss ja nach oben. Dann. Gut, das ist jetzt echt
Ihr seht natürlich einen Scheiß. So sieht das ungefähr aus, wenn ich nach oben schmeiße. Also ich hau voll daneben. Ah, ich bin da echt schlecht dran, glaube ich. Okay, wir haben noch 10 Sekunden. Ich glaube, das wäre eins für Baby Mario. Ich habe nicht getroffen, falls ihr das übrigens seht. Hier, habt ihr die Perspektive. Ich kann Störche abschmeißen. Oder Möwen, keine Ahnung, was das ist. Und wir haben leider voll verkackt. Am besten machen wir das nicht noch einmal. Das ist nicht meine Stärke, glaube ich, dieses Minigame. So, wir können auch hier brav weiterklettern, denn hier warten noch tolle Münzen auf uns. Yeah, und wir können hier weiter hoch. Aber ich glaube, gucken jetzt, was da unten noch ist. Kommt nicht auf falsche Ideen, Freunde. Boom. Boah, einfach aufgebrochen. Scheiß auf alles. So, jetzt müssen wir nur den Weg einfach schnell zurück. Aber ich glaube, ich kürze das mal ein bisschen ab, indem ich so mache. Yeah, cool. Dann geht es ein bisschen schneller. Können auch so hoch jumpen. Jetzt bin ich hier. Und jetzt bin ich wieder da. Checkpoint! Schnapp dir das Seil und fang an zu schwingen. Ich weiß. Ich bin ja nicht doof. Das habt ihr mir schon mal erklärt. So, keine Ahnung, was da unten noch ist oder gewesen wäre. Wenn das da jetzt nochmal steht. Baby Donkey Kong kann so fest mit einwerfen, dass die beim Aufbau explodieren. Ich weiß. Okay, gerade noch so geschafft. Cool, das hat uns rote Münzen eingebracht. Ist da noch was versteckt? Nee, oder? Obwohl, vielleicht. Ah! Wow, wo ist denn jetzt das Viechchen? Ich meine, die Piranha-Pflanze. Okay, mit dem Sprung komme ich hier nicht rüber. Ich brauche neue Eier am besten. Hey, du! Ah, toll. Tja, Baby Peach ist aber entführt worden. Irgendwie. Oder wie war das? Ja, von so einem Affen, ne? Ein Affe, der nicht Donkey Kong ist. So, ah, wunderbar. Und dann können wir ja brav weiter. Hier oben ist eine... Wow. Blume gewesen. Ist die Stampfattacke auch extremer? Ne, die ist ganz normal. Ist hier Bock Boden? Ah! Oh, Baby Donkey Kong nicht, Mann. So, hier oben ist eine Blume. Wo bist du? Ich hoffe, ich habe jetzt soweit nichts übersehen. Wir gucken mal. Geht's einfach mal weiter. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, worauf das hinausläuft. Ram-Attacke. Jetzt wird sie mir beigebracht. Drücke den Y-Knopf und das Steuerkreuz nach unten und Baby Donkey Kong macht eine Ram-Attacke. Seht ihr, weil hier würde ich überhaupt nicht durchkommen. Aber so befreie ich mich. Okay, ist da oben. Da ist so irgendwas. Da klettern wir mal hin. Essen. Uah, kann ich runterfallen, mein Freund. Okay. Ah, das sieht aus, erstmal, als würde ich hier runterfallen und außerdem, als würde ich hier eher nur mit Baby Peach hochkommen. Ich hoffe, dass da oben warten keine Sachen, die für die 100% hier zuständig sind. Dann habe ich ein Problem. Oh Mann, ich weiß ja auch gar nicht, was unter mir ist. Okay, auf jeden Fall schon mal keine Schlucht oder sowas. Also sterben werde ich hier schon mal nicht. Was war denn hier? Da war ja gar nichts. Okay, hier komme ich nicht lang. Müssen wir von oben das probieren. Ich weiß nur nicht, was das hier... Also, warum, wenn ich mich ducke, das schon so auflädt. Wow. Das ist cool. Okay, das ist eine Blume. Moment, ich will erstmal hier hin so ein bisschen. Okay, das sind schon mal alle roten Münzen. Und das Ziel. Scheiße, es gibt nur ein Problem. Ich habe nur 29 von diesen Sternchen und nicht 30. Schaffe ich es noch irgendwie welche zu ergaunern mir hier? Am besten jetzt ohne getroffen zu werden. Gibt es hier nichts mehr? Dann habe ich verkackt. Gerade so. Da habe ich echt so knapp verkackt. Nein, komm, das ist viel zu schade darum. Ich versuche mich hier jetzt noch irgendwie
versuche irgendwas zu finden, aber ich glaube, es gibt wohl echt gar nichts mehr. Tja, dann haben wir nur 99 geschafft und ich muss das Level dann irgendwann erneut spielen. Ich muss eh erneut spielen, weil ich muss ja wohl noch so eine Münze hier kriegen, die anscheinend sich oben befindet. Seht ihr? So, da oben. Und da komme ich ja nur mit Baby Peach hin. Also ich werde das Level ja so oder so nochmal machen müssen, aber ich muss das Level auch irgendwie noch auf 100% schaffen. Aber diese bescheuerten Affen. Ich will diese... Moment. Wir kämpfen jetzt. Also wir kämpfen jetzt nicht, aber wir... Ganz schnell. Ja, wir schaffen es trotzdem hoch, auch wenn das Spiel das gar nicht so vorgesehen hat. So, und jetzt... Es geht mir nicht um diese Münze, die ich ja nicht kriege. Das ist mir schon klar. Aber... Da ist der obere Bildschirm. Okay, da muss ich jetzt aufpassen, weil irgendwas auf mich runterregnen wird. So, ich will erstmal, dass sie tot sind. Aber dann haben wir hier oben das hier. Daneben. Yeah! Okay, das letzte Sternviech. So, jetzt darf ich mich nur nicht mehr treffen lassen, bis ich im Ziel bin. So, darum ging es mir. Jetzt voll der Kampf, weil das war diese letzte Itembox, so gesehen. So, wir haben es. 100%! Boah, der arme Yoshi. Also Donkey Kong ist natürlich ein bisschen größer und breiter als die anderen Babys. Das ist natürlich ein bisschen härter, den zu tragen dann. So, nach ganz viel Mühe und Arbeit sieht das dann so aus. Cool. Das war es dann natürlich wert. Oh. Da sind sie, ja. Ey! Donkey Kong freut sich. Boom. Und sie fliegt einfach weg. Nein, der Storch. So ein Glück! Baby Peach ist gerettet. Jetzt kann das Abenteuer weitergehen. Ups, zurück 100 Mal. Kommt noch irgendwie Text? Nein, nichts mehr. Gut, der Part endet damit, dass alle gerettet sind und wir jetzt nicht nur zu zweit, sondern mit drei verschiedenen Babys im Gepäck rumlaufen. Sehr interessant. Ja, dann schaltet im nächsten Part wieder ein und verpasst nicht die Abenteuer von Yoshi mit Baby Mario, Baby Peach und Baby Donkey Kong.